Nach langweiliger Inversion wieder richtig Action. Nordstaulage nach maskierter Kaltfront möglich. Ja, also die Wetterlage mag langweilig erscheinen aktuell. Sie ist aus synoptischer Sicht aber relativ interessant. Sonne und Kaiserwetter wie hier auf dem Brocken und Eisnebel mit Schnee und sogar Eisbruch bei uns hier in der Region, wo Straßen gesperrt werden müssen aufgrund von Fellarbeiten von Bäumen. Ja, wir sehen es hier gerade mal auf den Brocken und natürlich erstmal ein allerherzliches Glück auf hier zurück natürlich. Ne? Ja, wir sehen es gerade mit der Webcam hier auf den Brocken. Wir sehen wunderbar diese Inversion, die hier so auf 1000 Metern Höhe ungefähr liegt. Und wenn man sich das dann mal in Bezug auf das aktuelle Radarbild bzw. Satellitenbild anguckt, dann kann man das auch erkennen, dass auch das Erzgebirge hier zum Beispiel, ne, mit dem Fichtelbergmassiv und dem Keilbergmassiv aus dieser Nebeldecke herausguckt. Und auch das Riesengebirge mit der Schneekörper herausguckt. Der Brocken ist so klein, das löst leider Gottes dieses Satellitenbild hier nicht auf. Dementsprechend können wir das jetzt hier auch nicht so gut erkennen. Ich möchte aber noch mal was dazu erklären, ganz kurz. Und zwar ist es so, wir sehen jetzt hier das Vertikalprofil für den Bereich Chemnitz. Ja, dort ist im Prinzip, dort wird eben berechnet, wie ein Ballon aufsteigen würde und verschiedene Messungen in verschiedenen Höhen machen würde. Ja, links sehen wir hier die Druckfläche bzw. die Höhe, ja, die 850er, die wir immer nehmen, 1500 Metern Höhe, die ist eben hier. Und wir sehen ja auch wunderbar den Graphen des Taupunktes, der gestrichelte, ja, und der durchgehende ist die Temperatur. Und wir können ja eines erkennen, Absinkinversionen. Umso weiter diese ganze Sache hier auseinander ist, beziehungsweise die Graphen sich teilen, umso trockener ist die Luft dort. Und das nennt man eben im Prinzip Absinkinversion in Bezug auf das Hochdruckgebiet, was gerade über uns liegt. Und auch hier, ungefähr 1500 Metern Höhe, sehen wir so eine richtige Wärmenase. Das Blaue hier ist die 0-Grad-Linie und wir befinden uns quasi so bei 4-5 Grad Celsius plus in 1500 Metern Höhe aktuell, währenddessen wir hier am Erdboden im Minusbereich sind. Ja? Und was ich damit sagen will, ist, wir sehen ja aktuell, dass dieser Graph, der Taupunkt und die Temperatur sich quasi überlappen. Dort ist die Luft voll gesättigt, 99 bis 100%, aber nur bis zu einem Bereich hier ungefähr auf 900 Hektopascal. Und das sind ziemlich genau 1000 Meter und dementsprechend liegt die Grenzschicht auch genau dort, wo wir es eben gerade auf der Webcam gesehen haben, im Brocken oder am Brocken, ja, bei ungefähr 1000 Meter. Und die ganze Geschichte, auch wenn das die Apps jetzt noch nicht drin haben, morgen wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Grenzschicht sich auf 500 Metern ungefähr absenkt, wenn man jetzt mal die Berechnung für den Mittwoch, beziehungsweise ja, für den Mittwoch 12 UTC nimmt, ja, da kann man hier erkennen, dass im Prinzip die ganze Geschichte, wenn man das mal vergleicht, ja, dass die Geschichte abgesackt ist, beziehungsweise abgesunken ist. Da befindet sich der Schnittpunkt der beiden Graphen eben genau bei ungefähr 950 Hektopascal. Und das sind 500 Meter Höhe und dementsprechend ist oberhalb von 500 Metern Höhe morgen tatsächlich sogar die eine oder andere Sonnenstrahle in den Kammlagen des Erzgebirges, des Thüringer Waldes und des Harzes natürlich noch mehr. Dort wird es sehr sonnig werden, sehr Kaiserwetter, also großes Kaiserwetter geben, ja, sehr viel Sonne. Und oberhalb von 500 Metern ist dann eben auch mal zwischen den Hochnebelschwaden die Sonne mit zu erkennen. Das wollte ich jetzt mal nebenbei noch mal kurz mit sagen, auch wenn das vielleicht ein kleines bisschen synoptisch zu tief reinging für manche Leute. Ja? Aber es ist eben so, wenn man das nochmal vergleicht hier, ja, wir sehen das jetzt hier, dass sich das Ganze verschiebt, beziehungsweise der Schnittpunkt sich ungefähr um 50 Hektopascal absenkt, was im Prinzip knapp 500 Meter Höhe sind. Gut, schauen wir auf die aktuelle Wetterlage. Wir sehen hier dieses Hochdruckgebiet, ja, und wir können jetzt erkennen, oben rechts die Timeline, für wann das eben ist. Ne? Und da können wir erkennen, dass sich das Hochdruckgebiet schwächelt, beziehungsweise dass diese Hochdruckbrücke aufbrechen wird, also quasi die Aneinanderreihung von verschiedenen Hochdruckgebieten. Wir haben eins jetzt zum Beispiel hier über dem Atlantik, dann eins genau über uns, ja, was uns eben diese Inversionswetterlage beschert und eben eins hier drüben, ja, so ein bisschen östlich von der Ukraine. Und das ist eben eine Hochdruckbrücke und diese Hochdruckbrücke wird aufbrechen und eine maskierte Kaltfront, klären wir gleich, was das eben ist, ja, eine maskierte Kaltfront wird am Donnerstag eben durchziehen und ja, dann eben am Wochenende für Schneefälle sorgen können. Ja? Wir schauen mal detailliert rein, wie sich das eben abzeichnet. Ja, oben rechts wieder die Timeline, wie wann das eben ist. Und dann kommt eben diese maskierte Kaltfront in der Nacht zum Donnerstag eben rein.
ja, kommt dann ein kleines bisschen ins Schleifen und wird dann gerade Richtung Freitag dann für nordstaubedingte bzw. nordoststaubedingte Schneefälle gerade in der Nordostlage des Thüringer Waldes bzw. Harzes und auch des Erzgebirges am Freitag und Samstag eben sorgen können. Aber jetzt nochmal in Bezug auf die maskierte Kaltfront. Was ist denn das eigentlich? Es ist eine Kaltfront, da würde man annehmen, es wird normalerweise kalt. Aber dort ist es eben so, dass diese Kaltfront eben wärmere Luft am Boden mit sich bringt. Und wodurch das eben zusammenhängt, wollen wir uns mal ganz kurz anschauen. Ja, wir sehen jetzt hier die Timeline für 21 UTC am Mittwoch. Und da können wir eben hier erkennen, ja, dass die Kaltluft in 850 Hektopascal bzw. 1500 Metern Höhe eben reinkommt. Ja, die Kaltluft in 1500 Metern Höhe. Währenddessen ist es aber so, dass am Erdboden die Temperaturen noch im negativen Bereich sind. Und das ist eben noch die Vorgeschichte der Inversion, die dann ausgeräumt wird. Sprich, in der Höhe ist es noch warm, dann kommt die Kaltfront rein mit Höhenkaltluft und sorgt für Durchmischung. Und dementsprechend ist diese inverte Wetterlage mit der Inversion dann wieder aufgelöst und die trockenadiabatische bzw. feuchtadiabatische Gesetzgebung mit ungefähr 0,6 bis 0,8 Kelvin bzw. Grad Celsius auf 100 Metern Höhe hat dann wieder Anwendung gefunden. Und dementsprechend redet man dabei von einer maskierten Kaltfront, weil es eben am Erdboden milder wird in der Höhe, aber kälter. Man sieht diese Kaltfront eben oder man spürt sie eben nicht. Ja, das ist eigentlich total paradox, wenn man sich das so mal überlegt. Ja, ne? Man sieht das wunderschön, die 0-Grad-Grenze wird ausgeräumt, währenddessen in der Höhe eben kalte Luft reinkommt. Ja? Obwohl wir eigentlich, wo die Minusgrade hier noch sind am Mittwoch, ne, in der Höhe eben Plusgrade anliegen haben. Ja, und das ist eben eine maskierte Kaltfront. Genau das Gegenteil passiert, was man eigentlich annehmen würde, weil eben die Durchmischung stattfindet. Ja? Gut, die Schneefälle hatten wir angesprochen. Das sind im Prinzip die akkumulierten Schneemengen in Kilogramm auf den Quadratmeter. Sprich, das sind hier nicht die Zentimeter, ja, das ist im Prinzip die Masse des Schnees auf den Quadratmeter und da kann man eben annehmen, dass diese Masse gegebenenfalls bei diesen negativen durchwecken Taupunkten eben auch trotzdem mal so um die 10 Zentimeter Schnee bringen können, jetzt hier in den weißen Gebieten, ja, es kommt natürlich darauf an, im Nordoststau des Harzes ist es eben so, dass dort gegebenenfalls auch höhere Niederschlagssummen fallen können oder auch im Thüringer Wald, das kommt aber noch darauf an, die Details beziehungsweise die, ja, detaillierten Abläufe in Bezug auf die Niederschläge von Nordosten her sind noch nicht ganz klar. Dementsprechend kann der Hotspot auch ein kleines bisschen wieder ins Erzgebirge verschoben werden. Und da kann es eben wieder ordentlich, oder was heißt ordentlich, es kann es wieder mal so 10 cm Neuschnee am Wochenende über die Summe geben. Gut, haben wir das abgefrühstückt. Jetzt schauen wir mal auf diese Wetterlage, die da kommende Woche kommt. Denn da ist es eben so, dass mit Start in die neue Woche die Wetterlage sehr turbulent werden könnte und vor allen Dingen dann eben auch in den Mittelgebirgen für einiges an Chaos sorgen könnte. Ja? Wie gesagt nochmal, könnte ist gleich Konjunktiv, ne? Und bedeutet so viel wie Details noch unsicher, größtenteils alles noch spekulativ und reine Interpretation des aktuellen Modelloutputs. Ja, ohne dass jetzt hier wieder irgendwas in Strick gedreht wird. Ne? Wie gesagt, das ist der aktuelle Modelloutput. Ja, die Sache geht eben durch und dann Samstag, jetzt sind wir am Sonntag, ja, oben rechts immer die Timeline, für wann das eben ist, nochmal. Ne? Da können wir erkennen, zum Sonntag verschiebt sich dieses Hochdruckgebiet hier weiter auf den Atlantik. Retrograd nennt man das, die Verlagerung von Ost nach West. Und von Norden her kann eben dadurch, dass diese Hochdruckbrücke eingebrochen ist, kann eben eine Bruchstelle entstehen und dort kann ein Langwellendruck durchziehen bzw. reinsacken und dementsprechend von Nord bzw. Nordwest, Nord-Nordwest ungefähr, ja, ordentlich Musik reinbringen. Und wir sehen das jetzt hier, ja. Das Tiefdruckgebiet liegt hier und das Hochdruckgebiet hier. Und dadurch, dass ein Hochdruckgebiet sich eben mit dem Uhrzeigersinn dreht und ein Tiefdruckgebiet neben den, oder gegen den Uhrzeigersinn, ja, zwei Zahnräder von Norden her, volles Rohr, eben maritime Kaltluft, ja, und dementsprechend auch kann man erkennen, diese Isobarndrängung hier, das wird auch sehr windig werden. Und wenn man diese ganzen lilanen Färbungen ansieht,
Da sind auch einige Schneefälle dabei und das nicht gerade wenig. Und dann sehen wir wunderbar jetzt schon im grob aufgelösten Bereich, dass es immer wieder ans Erzgebirge und an die Alpen und an die Mittelgebirge klatscht. Und dort kann es eben dadurch, die ganze Mischung, das kann zu viel Chaos führen. Ja, das schauen wir uns aber alles detailliert nochmal ein kleines bisschen genauer an. Ne? In Bezug auf die Sicherheit dieses Ereignisses, ja, habe ich jetzt mal diesen aktuellen Hauptlauf genommen mit der 500 Hektopascal Druckfläche. Wir sehen ja dieses Orangene, ja, das ist hohes Geopotenzial mit diesem Hochdruckgebiet hier, ja, und eben dann dieses Lilane mit diesem tiefen Geopotenzial in Bezug auf diesen Langwellendruck bzw. auf dieses riesengroße Zentraltief, ja, und wir liegen eben genau zwischendrin mit dieser engen Isobarndrängung. Und wenn wir dann mal das GIFS, also das Ensemble, quasi die Mittelung der 30 verschiedenen Berechnungen dieses Hauptlaufes, beziehungsweise dieses Sechserlaufes, nicht dieses Hauptlaufes, der Hauptlauf ist eins von den 30 verschiedenen, ja, das kann man, oder eins von den 32 verschiedenen, wenn man den Controller und den Hauptlauf rausnehmen würde, da kann man eben erkennen, wie sicher die Wetterlage ist. Und das sind alle 30 oder das Mittel, der Berechnungen dieses Sechserlaufes, ja, und da kann man schon erkennen, wie sicher die Wetterlage sein wird. Das ist der Hauptlauf, ja, und das ist zum selben, beziehungsweise fast zum selben Zeitpunkt hier, ja, das ist hier die Mittelung, beziehungsweise der Durchschnitt. Und da kann man eben erkennen, die Isobarndrängung wird sehr wahrscheinlich kommen, dieser Einbruch dieser kalten Luftmassen wird sehr wahrscheinlich kommen und die Retrogradisierung dieses Hochdruckgebietes auf den Atlantik wird auch kommen. Dementsprechend wird diese Druckkonstellation wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich in der kommenden Woche am Montag so passieren. Mit allem, was eben dazugehört. Ja? Wir schauen uns das nochmal detailliert an, was hier so passieren wird. Der Sonntag noch, relativ ruhig. Wir sehen aber schon, die Isobarndrängung nimmt zu. Der Druckunterschied nimmt zu und dementsprechend auch der Wind. Ja, schauen wir uns aber alles gleich nochmal genauestens an. Und dann passiert es eben, dass aus Nordwesten eben, beziehungsweise Nordnordwest, eine ordentliche Kaltfront reinziehen wird, wo dann eben postfrontal, also hinter der Front, immer wieder Schauer gegen das Erzgebirge und die Alpen donnern werden, sich dort stauen werden. Und wir müssen immer wieder darauf achten, es ist auch sehr viel Wind dabei. Dementsprechend Schneeverwehungen, alles was dazugehört. Ja. Gerade bei den Staulagen, die globalen Modelle haben diese mesoskaligen Ereignisse, also kleinräumigen Ereignisse in Bezug auf die Topografie der Mittelgebirge nicht so drin, weil es viel zu grob aufgelöst ist. Dort kann es im Prinzip sehr viel Schnee geben, was jetzt noch gar nicht so berechnet wird, ja, weil eben Staueffekte etabliert werden. Ja. Dann Montag, wie gesagt, durch und dann immer wieder aus Nordwesten, immer wieder neue Tiefdruckaktivität mit vielen Niederschlägen. Ja, wir können das erkennen, im Flachland wird das nichts werden. Das ist alles blau. Hier kann es vielleicht mal Graupel oder ein kurzes Graupelgewitter geben. Da kann es mal bis ganz runter kurz weiß werden. Dann ist das aber wieder vorbei. Und wir sehen aber, dass gerade im Nordstau des Erzgebirges und so die ganze Geschichte weiterhin im lilanen Bereich bleiben wird. Und dementsprechend sind die Wahrscheinlichkeiten oberhalb von 500 Metern sehr groß, dass es dort ganz schön zu Faden gehen könnte. Wenn wir dann nochmal zur selben Zeit, Montag jetzt hier, ja, das Windfeld interpretieren, ja, 10 Beaufort, also das ist, wenn wir das mal angucken, ja, das sind im Prinzip so ungefähr 90 bis gegebenenfalls örtlich auch 100 Kilometer pro Stunde Windböen oder Sturmböen in Verbindung mit diesen Stauniederschlägen an den östlichen Mittelgebirgen oder mittleren Mittelgebirgen. Ja. Man kann ja sehen, unten an den Alpen ist nicht so viel Wind, ja, aber dort wird es weiter oben natürlich auch pfeifen ohne Ende. Es ist mit extremer Schneeverwehung zu rechnen, natürlich auch Chaos auf den Straßen, wenn das wirklich so eintritt. Ja. Das muss man eben einfach mal so interpretieren. Das machen wir hiermit. Wir nehmen den Modelloutput und schauen oder legen alles übereinander und schauen, was kann sich daraus für eine Witterung ergeben. Und das ist erfahrungsgemäß hier bei der Anströmung im Erzgebirge immer ganz speziell. Schauen wir mal auf EZ, ja, ECMWF mit dem Nullerlauf, was da so an Schnee hier zusammenkommt. Ja, also wir können das hier erkennen, eine klare Kante, so um die 400 bis 500 Meter Gebiete. Ja, alles, was da drunter ist, können wir ad acta legen. Dort wird kein großartiger Schnee liegen bleiben. Aber oberhalb von 400, also oberhalb von 500 Metern, natürlich mit jedem Höhenmeter mehr, ist die Wahrscheinlichkeit auf mehr Schnee natürlich immer größer. Ja. Aber gerade in den Kammlagen hier werden teilweise über 70 Zentimeter ausgespuckt. Ja. Also, und das bis zum
bis Mitte nächster Woche. Ne? Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und diese Modelle haben das immer wieder drinne in den letzten Läufen gehabt. Ja, dementsprechend war ich auch noch ein bisschen zurückhaltend neben meiner ja, langwierigen Erkältung hier, die jetzt aber zum Glück im Endstadium ist, habe ich immer abgewartet in Bezug auf diese Wetterlage. Aber das könnte wirklich nächste Woche ganz schön zur Sache gehen hier. Ja? Und wenn man das nochmal genauestens erörtert, ich habe mal geguckt, beziehungsweise euch rausgesucht, was hier wirklich die Bereiche oberhalb von 500 Metern angeht. Das sind nämlich die ja eher hier so ja, rot bis weiß oder rot-weißlichen bis rosanen Gebiete. Wenn wir da nämlich mal ein bisschen reinschauen, ne, da kann man hier zum Beispiel jetzt für Sachsen sehen, das ist das Erzgebirge. Ja. Und da kann man erkennen, oberhalb von 500 Metern hier so ungefähr, ja, dort wird die Post sehr wahrscheinlich richtig ordentlich abgehen. An der Autobahn, jetzt hier an der A4 oder an der A17, ja, wird es wahrscheinlich überhaupt nicht so viel davon zu bemerken sein. Da wird es vor allen Dingen in Dresden wird's regnen, sehr wahrscheinlich. Ja. In Leipzig wird es auch regnen, so bei vielleicht so 3 Grad oder so. Und dann wird es so langsam in Schneeregen übergehen, so im Döbelner Bereich, ja, beziehungsweise bis zur Autobahn. Da ist dann schon südlich, jeder Kilometer weiter nach Süden, wird dann schon mehr Schnee dabei sein. Und dann wird das auch schon ab 400 Meter richtig weiß werden. Und oberhalb von 500 Metern, 600 Metern, da werden sich ganz schöne Schneemengen etablieren können, wenn ich das jetzt hier mal so in Bezug auf die aktuellen Modellläufe hineininterpretiere. Ja, wie gesagt, das ist meine Interpretation in Bezug auf die Erfahrungen, die ich eben hier im Erzgebirge habe. Und das kann recht ordentlich werden nächste Woche. Also wie gesagt, die Winterdienste sollten sich darauf ein kleines bisschen vorbereiten. Das ist wahrscheinlich auch immer wieder, ja, dass eben diese Stauniederschläge dann am Erzgebirge immer wieder aus dem Nichts entstehen. Da gibt es wahrscheinlich auch bloß mal ganz kurze Schneepausen. Ja, das kommt natürlich auch wieder darauf an, ist der Skandenföhn dabei, kann im Prinzip dort ein kleines bisschen Schaueraktivität gesenkt werden durch die Anströmung des Skandenföhns. Ja, das muss man eben alles noch ein kleines bisschen abwarten. Aber die Wetterlage scheint sehr, sehr interessant und sehr turbulent zu werden zu Beginn der kommenden Woche. Gut, Polarwirbel schaffen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir einfach ein anderes Mal oder das nächste Mal besser gesagt. Ja. Das jetzt erstmal in Bezug auf die aktuelle Wetterlage. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, bis später, wenn ihr möchtet. Und ja, fahrt morgen einfach mal ein kleines bisschen weiter hoch, da sollte die Sonne rauskommen. Gut, das sollte es gewesen sein. Ne? Wie gesagt, Glück auf, bis später, wenn ihr möchtet und tschüss.